Bundesliga-Tipps zum 8. Spieltag, unter anderem mit dem Spitzenspiel Eintracht Frankfurt gegen den Tabellenführer Union Berlin. Und am Freitag geht's gleich los mit Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Bin mal gespannt, was Bayern jetzt nach 4 Spielen ohne Sieg in Folge macht. Ja, 4. Manche Bayern-Spieler haben ja sogar 6 Spiele in Folge nicht gewonnen, weil sie ja mit der Nationalmannschaft verkackt haben. Und dementsprechend Chance für Leverkusen hier vielleicht am Freitagabend, den Bayern zum 5. Mal in Folge nicht die 3 Punkte zu gönnen. Die Quote auf Leverkusen ist bei 8. Hört sich alles sehr attraktiv an, wenn es sich hier nicht um Bayer Leverkusen handeln würde, der hier nach München kommt und auch selbst natürlich wenig Argumente in den letzten Spielen geliefert hat, dass sie in München was reißen. Wobei, wenn man sieht, in der Champions League gegen Atletico Madrid gewonnen, das ist eher schon so ein bisschen ein Turnaround. Und wenn man ganz ehrlich ist, hat Leverkusen seit 3 Spielen auch nicht mehr verloren. Traust du ihnen was zu? Du bist ja eher immer so, dass du die Konkurrenten der Bayern stark redest und in den letzten 4 Spielen wärst du damit ja auch gut gefahren. Ja, ich rede sie ja nicht künstlich stark oder so, aber es waren halt teilweise die Asian Handicaps auf den Gast bzw. den Gegner von Bayern München sehr gut, zumindest für aus wetttechnischer Sicht. Bei diesem Freitagabendspiel bin ich sehr skeptisch, was den Sieg oder Punkte von Leverkusen angeht, einfach weil ich irgendwie dran glaube, dass die Bayern Bock aufs Oktoberfest haben und sowas sollte doch dann schon reichen, dass sie sagen, hey, wir hauen jetzt einmal uns 100% in der Bundesliga rein, genauso wie in der Champions League und dann hauen wir Leverkusen weg und deshalb würde ich in diesem Spiel auf keinen Fall auf Leverkusen setzen. Und du? Ja, ich eigentlich auch nicht. Nein, ich setze ja ungern gegen Bayern. Das Oktoberfest, denke ich, aber ist ja eher, glaube ich, schlecht für die Bayern. Gibt es da nicht so eine Oktoberfest-Statistik, dass die Bayern während des Oktoberfestes immer mit 20 Promille auf dem Platz stehen? Zumindest war das unter Augenthaler Zeiten früher wahrscheinlich so, mittlerweile nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, während der Wiesn haben die Bayern eigentlich historisch schlecht abgeschnitten. Glaube ich jetzt aber nicht, dass man sich darauf wirklich dann bei einer Wette verlassen sollte. Nee, Radek, und da wäre es ja wirklich so, wenn das Spiel Samstag oder Sonntag wäre, dann bin ich bei dir. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon am Donnerstag bechern. Vor allem das Wetter passt jetzt auch gerade nicht. Nee, das gibt ein schönes 2:0 für den FCB und dann haben sie ein bisschen Ruhe. Ja, und vor allem die Jungs von heute, die können ja auch nichts mehr saufen. Die vertragen ja nichts. Die liegen ja nach der 3. Maß schon unterm Tisch, während die Maßkrug-Exer erst anfangen dann. Und dementsprechend keine Wette in diesem Freitagabendspiel. Bei Köln gegen Dortmund könnte man geneigt sein, Dortmund bei einer Zweierquote was zuzutrauen. Sind ja jetzt auch Tabellenzweiter wieder. Haben sich gegen Schalke im Derby sowas von schwer getan. Und dann dank eines jungen Spielers namens Moukoko dieses Spiel gewonnen. Aber Köln ist halt auch stark. Die sind zu Hause, außer gegen den Tabellenführer Union Berlin, ungeschlagen. Erst eine Niederlage, aber auch erst 3 Spiele, erst 2 Gegentore. Aber Köln ist schwer zu besiegen und Dortmund hat es jetzt in der letzten Zeit eben auch nicht überragend gemacht. Nee, aber auch hier ist es einfach eine Quotensache, oder? Sind wir mal ehrlich, Dortmund wird die Hälfte seiner Spiele gegen Köln gewinnen. Von daher würde ich die Quote einfach mitnehmen. Aber auch dazu sagen, ich bin überhaupt nicht überrascht, wenn Köln hier einen Punkt holt oder sogar gewinnt. Dafür ist Dortmund nicht stabil genug. Mir geht es hier um die Quote und deshalb würde ich hier einen knappen Sieg für Dortmund eintüten. Macht Sinn, bin ich auch dabei. Wie gesagt, die Quote sehe ich genauso und im Endeffekt müssen sie dieses Spiel auch gewinnen und dann wird's mal als Tabellenzweiter. Zeit. Wenn sie da jetzt wieder dran sind an den Bayern und wieder nicht quasi die 3 Punkte holen, dann, ja, dann können wir die Bundesliga wirklich zusperren. Zumindest die Meisterschaft. Alles, was dahinter ist, ist ja saugeil und spannend. Und vor allem noch ist ja Union Berlin Erster. Und dementsprechend wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn die Dortmunder nicht aufschließen. Dann könnte Union weiter marschieren und ich frage mich, wann zuletzt ein Bundesliga-Tabellenführer eine Quote von 3 in einem Spiel hatte. Sind die Buchmacher über die Länderspielpause ebenfalls auf dem Oktoberfest gewesen oder wie erklärst du dir das? Ja, vor allem, es geht ja gegen Frankfurt. Das sind ja Teams, wo du sagst, die sind gleich stark, oder? Also im Worst-Case-Szenario für Union Berlin und Frankfurt würde man sagen,
ihr seid gleich stark und es ist so das klassische Spiel, wo beide so eine 2, vielleicht Frankfurt eine 2-3er, Berlin eine 2-5er-Quote bekommen sollten. Aber das macht natürlich keinen Sinn, hier Union so als Underdog zu sehen. Vor allem, die wollen natürlich auch auf der Erfolgswelle schwimmen. Und Frankfurt hat jetzt eine tolle Saison bisher gespielt, aber auch mit dem einen oder anderen Ausrutscher. Und deshalb, Radek, würde ich tatsächlich vor allem das Unentschieden präferieren. Aber dann ist wieder die Frage, ist vielleicht sogar X2 bei der Quote eine Idee? Ja, absolut. Und wirklich sensationell, was uns noch gar nicht so aufgefallen war, ist ja, dass Union Berlin einen Punkt gegen Bayern geholt hat und der Bayern-Fluch gebrochen wurde, indem sie gegen Köln gewonnen haben. Normal, wenn du gegen Bayern einen Punkt holst, verlierst du das nächste Spiel oder gewinnst zumindest nicht. Und dementsprechend aber schau mal genauer hin. Schau mal genauer hin. Die haben gegen ein Team verloren in der Euroleague, das keine Sau auf dieser Welt kennt. Wenn das nicht Fluch ist, dann sagt ja, das stimmt. Aber clever, dass sie dann hier genau dieses Europacup-Spiel hatten, dass sie in der Bundesliga nicht davon betroffen waren. Aber gut, ja, klar kann man natürlich so argumentieren, dass dieser Fluch nicht auf die Bundesliga sich bezieht, sondern auf das nächste Spiel. Aber wie du schon gesagt hast, ein X2 hier, absolut Pflicht, kann man nicht anders sagen. X2 Double Chance auf Union Berlin oder Asian Handicap plus 0,5 gibt eine Quote von 1,66. Die Mogelpackung davon ist halt das Asian Handicap plus 0,25. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, gewinnt man die Hälfte von 94. Das sind 47. Die Jacke wird langsam zu warm. Warm war es dem Marc Rosé ein paar Tage, aber dann hat ihn die Realität eingeholt. Niederlage gegen Gladbach, Niederlage gegen Madrid, kann passieren. Jetzt gegen Bochum, die haben einen neuen Trainer. Letsch hat in Arnheim trainiert und wird jetzt den Thomas Reis zum ersten Mal in der Bundesliga beerben. Gegen Leipzig ist das kein schöner Start. Ich glaube, dass Leipzig dieses Spiel einfach easy gewinnt, weil es scheint zu passen mit Rosé und Leipzig, oder? Ja, klar. Was anderes als ein Sieg der Leipziger kommt hier nicht in Frage. Aber Wetten brauchst hier einfach auch nichts. Klare Favoritenscheiße, da lassen wir die Finger davon. Und Freiburg ist Favorit gegen Mainz. Da trifft auch die Argumentation zu. Die sind doch eigentlich gleich gut. Wer soll da jetzt besser sein in so einem Spiel? Warum sollte man da auf Freiburg setzen? Ziemlich gefährlich, muss man sagen. No-Bet oder X könnte man sich schon überlegen, weil dafür ist die Quote gut. Freiburg würde ich jetzt auch nicht anspielen, auch wenn ich mich natürlich freue, wie fast jeder neutrale Zuschauer bei diesem Spiel, wenn Freiburg punktet. Ja. Wolfsburg Favorit gegen Stuttgart mit einer 2,4er-Quote. Immer, ich weiß nicht, woher es kommt, immer wenn ich Wolfsburg mit so einer Quote sehe, da denke ich mir, oh, eigentlich ganz geil, aber irgendwie, ja, Wolfsburg ist 17., hat einen Sieg auf dem Konto und Stuttgart war jetzt dafür, dass sie 16. sind, auch gar nicht so schlecht in den meisten Spielen. Die haben gegen Bayern 2-2 gespielt und Wolfsburg hat das ja nicht geschafft. Die haben ja gegen Bayern am zweiten Spieltag schon mal auf die Mütze gekriegt, weil die noch eine Rechnung mit Niko Kovac offen hatten. Also, ja, also auf Wolfsburg kannst du unmöglich gehen, auf Stuttgart auch nicht. Das ist halt ein Unentschieden. Aber dafür ist mir da die Quote schon nicht gut genug. Also bei dem Spiel würde ich bei einem Unentschieden schon eine 4er oder so erwarten. Das finde ich wirklich in dem Fall nicht value-haltig. Ich denke, kein Mensch hat sich über diese Länderspielpause gefreut, außer vielleicht das Trainergespann von den Wölfen, dass die da jetzt mal ein bisschen Dampf machen. Es wäre schon sehr, sehr enttäuschend, wenn Wolfsburg auch dieses Spiel jetzt nicht gewinnt. Dann kannst du dir schon überlegen, ob du die Quote mitnimmst. Ansonsten kann ich mir auch sogar vorstellen, wenn das jetzt wieder nicht reicht für einen Dreier oder zu einem guten Spiel, dass der Kovac bald van bommelt. Ich weiß gar nicht, kann man sagen, der hat gut gestartet? Immerhin. Nee. Das passt einfach nicht, aber das weiß man eigentlich, wenn man einen Niko Kovac verpflichtet. Ja. Stuttgart, ich würde es ihnen mehr gönnen, auf die Erfolgsspur zurückzukommen. Deswegen ist es für mich keine Wette auf Wolfsburg. Ein Team, das mit Wolfsburg ja so ein bisschen in Verbindung steht, ist der SV Werder Bremen. Nicht nur, dass es da das Nordderby gibt, dass die auch schon gegeneinander gespielt haben, Bremen gepunktet hat, sondern auch, dass ein Max Kruse bei dem Abschiedsspiel von Pizarro dabei gewesen ist und sehr, sehr gefeiert worden ist von den Werder-Fans und von Niko Kovac ja nicht so sehr. Jetzt haben sie es mit Borussia Mönchengladbach zu tun. Die haben mal wieder souverän eigentlich gepunktet gegen zwei gute Teams mit Freiburg unentschieden und dem starken Sieg gegen Leipzig. Und Werder hat auch ein ordentliches 1:1 geliefert gegen Leverkusen. Für mich ist die Sache bei Werder tatsächlich, warum haben die nie
Quoten, die ich ihm geben würde. Also ich würde ja wirklich wieder hier, wenn du dir die Quoten anschaust bei diesem Spiel, sagen, was wurde da vorab geraucht? Weil wenn du die beiden Kader anschaust, macht es keinen Sinn. Ja, gut, weil Bremen sich halt wirklich sehr stark präsentiert hat in diesen bisherigen 7 Spielen in der Bundesliga, nur 2-mal verloren. Man erinnert sich halt auch an diesen unfassbar genialen Sieg mit 3 Toren in den letzten Minuten gegen Dortmund. Davon zehrt Bremen, aber wir haben es ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, gegen Augsburg sind die nicht Favorit, auch gegen Leverkusen sowieso nicht, haben es immerhin einen Punkt geholt, aber Leverkusen ist auch zurzeit keiner. Aber Gladbach halt eben offensichtlich schon und deswegen Charaktertest für die Gladbacher, die auf Platz 6 stehen, ob sie jetzt hier dieses Spiel auch wirklich gewinnen. Müssen sie nicht mal, die Quote ist super genial auf Gladbach, Lieblingswette, Asian Handicap 0, 1,9, Gladbach, zack, Haken. Ja, leider das gegen Bremen. Ist für mich als Bremer-Fan natürlich immer eine Win-Win-Situation, wenn wir sowas machen, entweder punktet Bremen oder wir gewinnen unsere Wette. Ja, ist, muss man natürlich auch sagen, dass Professionalism einem vorschreibt, halt auch das neutral zu betrachten. Und das gelingt dir ja auch gut. Deswegen Hut ab und Hertha gegen Hoffenheim. Warum hat die Hertha eine 2,9er-Quote? Warum wollen wir über dieses Spiel reden? Ja, steht auf dem Drehbuch, auf dem Spielplan und dementsprechend kann man sagen, no bet. Aber ich würde das gar nicht so vorschnell abhandeln, weil es doch nach Value riecht, wenn eine Mannschaft wie Hertha, die nichts auf die Kette kriegt, eine 2,9er-Quote hat, was zu Hause relativ niedrig fast ist, wenn eine Mannschaft kommt wie Hoffenheim, bei denen es ja komplett anders läuft und eigentlich gut läuft. Hoffenheim für mich deswegen klarer Favorit. Die Quote von 2,35, genau da eigentlich, wo sie hingehört. Aber man könnte trotzdem sagen, Hoffenheim gewinnt oder spielt unentschieden, dann ist das auf jeden Fall eine gute Quote auf Hoffenheim Asian Handicap minus 0,25. Wenn so unentschieden ausgeht, verliert man nicht zu viel, aber es ist es wert, dass man das gegen Hertha riskiert, in meinen Augen. Normalerweise schon, wenn es nicht Hoffenheim wäre. Deshalb müssen wir da nochmal in uns gehen und überlegen, ob wir diese Wette wirklich spielen. Ich traue halt Hoffenheim nicht. Überhaupt. Ja, wer tut das schon? Aber am Ende musst du die Quote spielen, wie wir es auch bei Dortmund gesagt haben. Und einer von beiden, da wird das Spiel schon in die richtige Richtung fallen. Also, dass dann beide wieder versagen, das wage ich ja kaum zu ertragen. Und Schalke empfängt Augsburg und ist mit einer 2,0er-Quote Favorit. Und da haben wir wieder dieses Augsburg-Phänomen. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Wenn sie schlecht spielen, kriegen sie so eine Quote. Wenn sie eigentlich gut spielen, kriegen sie auch so eine schlechte Quote. Und wie wir sehen, Augsburg ist es nicht diese Mannschaft, die gegen Bayern München sogar gewonnen hat, however, oder jedoch, wie sie es gemacht haben, nach der vorherigen Argumentation hätten sie ja dann das nächste Spiel verlieren müssen, aber das war kein Pflichtspiel, von daher ausgeklammert. Deswegen ist hier diese Schalke-Quote einfach ein Bayern-Fluch-Bett wieder und da bist du ja der große Fan. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Du willst mir jetzt nicht sagen, wir setzen hier auf Schalke, oder? Schalke. Naja, du hast schon auch mal sehr überzeugend einfach gegen die Bayern-Besieger oder Bayern-Punkte gewettet. Da ging es um ähnlich schwache Teams. Schalke hat gegen Dortmund lange mitgehalten und war wirklich am Punkt dran. Gegen Augsburg sollte ihnen das doch auch gelingen, ein Spiel so knapp zu halten und vielleicht sogar für sich zu entscheiden. Dass ich darauf setzen würde, nie im Leben. Keine Option. Auf der anderen Seite, das Einzige, was mich wirklich davon abhält, hier Double Chance auf Augsburg zu gehen, ist halt der Bayern-Fluch. Genau, damit hast du es auch gut gesagt, weil Schalke verdient es einfach nach den ersten Spieltagen nicht, dass man auf die geht. Das war einfach nicht Bundesliga-reif und Augsburg ist zu gefährlich, weil eigentlich auch viele Spiele dabei sind, wo du sagst, was sollte das denn? Also, gefährliches Spiel, wahrscheinlich geht es 0-0 aus, beide treffen nämlich nicht, aber geile Wette! Beide treffen nein bei einer 2,2. Also das muss man fast machen. Dann machen wir das. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur Zusammenfassung unserer Wetttipps an diesem Spieltag.
Wette Nummer 1, Samstag 15.30 Uhr, Köln-Dortmund. Wir gehen auf den Sieg vom BVB für eine Quote von 2,08. Und dann das zweite Spiel auch wieder um 15.30 Uhr. Da sagen wir, Union punktet und wir machen Asian Handicap plus 0,25 auf Union Berlin. Heißt, wir gewinnen die Wette, wenn sie gewinnen, und gewinnen die Hälfte der Wette, wenn es ein Unentschieden gibt. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingswette an diesem Spieltag. Bremen-Gladbach, ein Asian Handicap 0 auf die Gladbacher, gibt eine Quote von 1,91. Das ist Zucker. Und die Wette für Fußballhasser zwischen Schalke und Augsburg, fällt kein Tor. Und alle, die zuschauen, wünschen sich, dieses Spiel niemals gesehen zu haben und die 2 Stunden Lebenszeit zurück. Wie bei Deutschland Länderspielen, außer es fallen viele Tore. Quote mit 2,2, sehr attraktiv. Schreib's gerne in die Kommentare, was sind deine besten Wetten an diesem Spieltag? Und lass einen Daumen da, wenn du mehr solche genialen Wetttipps von uns willst. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus!